Yo, mal wieder Rocket League. Hey, hey, hey. Ich muss mal... Ey, mach mal ein bisschen die Musik lauter. Ihr habt ja echt leise gestellt. Moment. So. Gleich angenehmer. Oh, ich weiß nicht. Doppel mit Part, zwangloses Spiel. Ja, komm, wir machen zwanglos. Das wurde ja jetzt auch, ne? Da muss ich morgen, muss ich gehen. Ich muss morgen zur Schule. Kraken Feach. Kein Problem. Kein Problem. Jetzt gerade fangen wir wieder was Neues an, weil ich muss einen Chunkfix beim Minecraft machen und das kann ewig dauern. Aber egal. Guckt dir die Folge auf, ja, YouTube an. Oder die Folgen. Oh ja, yeah. Rocket League. Ich bin gespannt. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Gegen die Wand. Oh, da war jemand schneller als ich. Ich habe den jetzt nicht beachtet. Ich habe keinen Boost. Egal. Nein! Ich habe ihn verfehlt. Dann viel Spaß bei RL Rocket League. Yeah. Krakenfisch, du kannst auch mal mitmachen. Oh! Nein. Ja, ich habe Spaß und die Schüler eventuell. Eventuell. Wir bleiben beim eventuell. Nein! Was mache ich denn da? Nein! Nein! Ah, das war ja blöd. Ja, gute Nacht, wie gesagt, Krakenfisch. Wir hören uns demnächst wieder. Gell? Hypey Hypey ist ja noch da. Hyperinia. Ich glaube, so solltest du dich jetzt nennen. Auf geht's. Na komm. Hallo? Das ist ein netter Pass, aber nicht für mich. Oh Gott, ich habe keinen Boost. Eins, zwei. Wohin schießt er denn? Alter, hat er den an mir vorbeigelegt. Das war aber echt mein... Rocket League wird dir sehr, sehr viel Spaß machen. Can you quit, schreibt er mir einfach. Alter, was ist los mit dem? Rocket... Aber du musst auf eine Sache auf jeden Fall bereit sein, dass... oh, das ist drin. Du musst auf eine Sache gefasst sein. Es gibt so Leute wie den jetzt hier. Die nerven extrem. Also es gibt sehr viele Ausraster-Leute hier und sowas. Und I don't like it. So. Kein 50-50. Aber wie gesagt, du wirst sehr viel Spaß haben. Das ist halt echt ein Langzeitspiel. Alter, was macht der denn? So. Und jetzt komm angefahren. Ansonsten fange ich an zu kotzen im Quadrat. Ey, das ist nicht sein... Boah. Gibt es bei Overwatch auch? Ich glaub dir das sofort. Gerade diese kleinen Rage-Leute. Die fucken so unglaublich ab. Ich hab grad den Ball nicht mehr gesehen. Alter, was macht der denn? Warum spielt er die ganze Zeit zum Tor zurück? Guck dir das doch mal an. Alter Vater, weißt du, der regt sich auf und dann spielt er solche Bälle. Richtig Nonsens. Entschuldigung, ich ärgere mich gerade selber über so Leute. Gerade die, die da meinen, oh, ich kann spielen. Guck dir das doch mal an, gib doch mal Gas, Junge. Was machst du denn da? So. Ja, schade. Nice try. Der ist drin, wenigstens das. Ah, ja. Guck mal, hab ich vorbereitet. Sauerei.
Ja, ich fühle mich gerade sehr gut, weil der Ball wirklich gut von mir gespielt wurde. Aber ich hätte ihn eigentlich reinmachen müssen, aber er war trotzdem gut gespielt. Ja, okay, geht doch. Sehr schön. Die Gegner, die gehen gar nicht auf den Ball. Also irgendwie nicht so sauber, was sie da machen. Nicht so sauber, wirklich nicht. Okay, jetzt holen wir uns nochmal den Ball. Hey, auf geht's. So. Nein! Ich habe gedacht, der berührt den Ball noch. Ah, der wird nix. Ah, habe ich ihn hier weggeklaut. Ja, warum fährst du nicht drauf? Du stehst da doch schon. Okay. Okay. Oh, komm schon. So, weg mit dem. Can you please quit? Can you please quit? Alter, berühr den Ball mal richtig. Kiddo. Wie viele Chancen will man dir denn noch lassen? Ja. Das wäre ein netter Pass, den du spielen könntest. Und warum spielst du den zurück? Ciao. Alter, komm angefahren! Oh! Can you please quit? So Typen fucken mich ab. Can you please quit? Please quit! Alter, spiel doch nicht auf unser Tor! Da werde ich ja latent aggressiv! Entschuldigung. Spiel den Ball nach vorne, Junge. Nicht so. Oh. Mann, oh. So. Okay. Schade, da war noch jemand dazwischen. Ja, ja, ja. Nope. Nix. Oh, komm schon, du Schmoggo. Schmongoloid, du. Meine Güte. Du könntest den Ball mal anständig spielen. Und nicht die ganze Zeit daneben fahren. Wenn du schon so ein Klugscheißer bist. Oh, den hat aber schön gerettet. Ja, der verfehlt den. Natürlich verfehlt er den. Natürlich ver... Alter, der hat doch eine freie Bahn gehabt, der Junge. Ich rage den gerade, richtig. Warum fährst du rückwärts, du Honk? Wer hat dir denn diese Tricks gezeigt? Da! Alter! Puh! Hast du verdient. Alter, was ein Schmongo. Okay. I feel good. Tschüss. Das war keine gute Runde, aber von mir jetzt persönlich auch nicht. Aber ich habe das Schlusstor gemacht und ja, ich habe den Ball wenigstens anständig berührt. Na komm. Pass auf, jetzt will er mit mir weiterspielen, weil er denkt, er kann mit mir gewinnen. Sorry, ich muss gerade mal ein bisschen das Gewinde festdrehen. Irgendwie. Ah, jetzt. Moment. Jetzt ist fest.
So, besser. Ich werde auf Zeit überlangen dann nochmal ein neues. Neuen Arm brauchen. Ich merke, der leiert sich langsam aus. Okay. Okay. Schmongo, fahr. Wenn du gerade eher am Fahren bist, dann fahr. Du kennst ja anscheinend nur einen Knopf. Ach komm. Hat er sich schön hingestellt. Hallo? Noch da? Ja, passt ihm. Gut, dass wir alle zusammen auf einen Fleck fahren. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Oha, den hat aber schön erwischt. Erwischt. Ja, schön erwischt. Oh ja, der kommt gut. Oha, den hat er mir aber... Hä, war das jetzt ein Eigentor? Ich wollte ihn eigentlich... Nee, der hat ihn sich schön gekrallt, okay. Ah, hätte ich fliegen müssen. Hätte ich echt fliegen müssen, hätte ich den noch bekommen. Ich war nur so unsicher gerade. Aber den hat er echt sauber gespielt. So. Ich hoffe, Uludag kommt vorbei und macht ihn rein. Nein, macht er natürlich nicht! Ja. Okay, die sind nochmal um Weiten besser. Boah, der hat das süß gemacht. Hat er süß gemacht. Ich muss echt sagen, guter Schuss. Ich sag immer nur guter Schuss. Also das muss ich ihm echt lassen. Okay, den hat er schön... Okay. Ich habe ihn geblockt. Ich habe leider zwar den Ball nicht berührt, aber ich habe einen Block gefahren. Zumindest das. Ah, Mann! Ich habe nicht richtig hingeguckt. So. Wir machen das. Warum ist Uludag wieder hinter mir? Uludag, mach ihn bloß rein. Oh, nein. Ich bin gerade der Einzige, der hier irgendwie gegen die Gegner auch noch spielt, oder? Was macht er denn da? Alter, das war doch so ein Safe-Ball für den. Junge, guck dir das doch mal an. Das war so ein Safe-Ball für den. Der ist rückwärts gefahren. Alter, der hätte... Ach, egal. So. So, ist meiner. Nee, hat er noch berührt. Can you quit? So, habe ich mir eigentlich selber vorlegen wollen, aber okay. Egal. Can you quit? Junge, can you quit? Uludag, geh bitte. So, erster Ballkontakt, aber egal. Leider nur erster Ballkontakt. Das war weder ein 50-50 sonst noch was. Das war einfach nur... Edgy Band. Ah, ich habe ihn falsch erwischt. Ich wollte ihn aber noch erwischen. Tschüss. Okay. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich bin kurz davor zu schreiben, can you please be a team player? Because you not are. So. Uludag, mach ihn rein! Du, indem du schreibst, dass er Justin schnüffeln muss. Spaß. Sorry, Justin. Ja, das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Da habe ich dir geklaut, Alter. Schnupfnase, Alter.
Hat er verdient. Ist meiner. Alter. Ja, dann fahr doch. Spongi. Du stehst hinter mir und willst fahren. Alter. Komm, der ist für dich. Uludag, mach ihn rein. Uludag macht ihn nicht rein. Natürlich macht er ihn nicht rein. Warum sollte er auch? Er heißt ja auch Uludag. Nicht mit mir heute. Oha, den hat er gut erwischt. Kleine Rohade, klappt. Und dann müsste er reingehen. Ah, nein! Ich wollte eigentlich an ihm vorbeilegen, aber ich habe den Ball schlecht angefahren. Boah, der geht aber nicht rein. Welch ein Glück, Alter. Okay. Uludag! Renn doch rein. Und du spielst wohin? Auf den Gegner. Ich will nicht so viel Boost verschwenden, wenn ich gerade hier bin. Alles gut. Tschö. Ball ist weg. Ah, komm, Uludag! Oh, komm schon. Der war so safe eigentlich. Ja, danke. Der war so safe eigentlich. Alter, der war so unglaublich safe. Der stand davor. Der hätte den reinmachen müssen. Digga, das ist nicht normal. Der stand davor. Ach, ich guck mal ganz kurz hier in Chunk. Oh. Der Chunk Buster ist fertig. Lass nochmal den Server starten. Und wir spielen nochmal eins bei Runden. Oh, Junge. Das Spiel hätten wir locker gewinnen können. Oh ja, jetzt spielen wir gegen den Clan. Alles gut. Viel Spaß beim Verlieren. Passende Map. Warum Uludag? Wegen Uludag? Salty Shorts. Ja. Hol ihn dir. Das Einzige, was salty ist, bin ich jetzt. Mr. Vince, Mr. Vince, Mr. Vince, Mr. Vince. Ja klar, berührte den. Na! Ja. Okay. Ich habe wenigstens den Typen berührt. Oh, den hat er schön geholt. So, fahr weiter. Junge, fahr bloß weiter. Ich sammle Boost währenddessen. Okay. Ich hoffe, er kommt. Ja, er kommt wieder. Okay. Eigentlich müsste ich jetzt meine Angriffslinie fahren. Okay, nein. Nein! So. Ich keep ihn. Schön. Oh, sehr schön. Komm, ich lobe ihn mal. Weil er ein Schmock ist. Explode this. Vielleicht solltest du einfach mal die Klappe halten und nicht so viel exploden. Daredevil. Komm, Uludag, ich hab dir extra Ball da gelassen. Damit du spielen kannst. Komm, gib Gas. Ich stehe in der Mitte. Nein. Ah, ja. Uludag. Uludag. Kennst du das Getränk Uludag? Der springt vorbei. Der springt aber vorbei. Ich meine, gut, ich war jetzt nicht besser, aber ich habe gedacht, der berührt den. Okay. Nee, Uludag ist so ein Kuss dieses Game.
kuscht mittlerweile, kuscht. Was wollte ich gerade sagen? Uludag ist ein Getränk, was du eigentlich in jedem Dönerladen bekommst, so gesehen. Also, das ist so ein typisch türkisches Getränk, so ein Süßgetränk, so. Ja, nicht Fanta-mäßig, aber so ist angenehm. Du magst keinen Döner. Oh, woher kommt das denn? Also, gibt es da irgendwie Gründe für, oder? Och, Uludag, was machst du denn? Ich nenne dich gleich Ayran. Hallo? Oh, der ist wenigstens drinne, Alter. Also kein Wunder, dass ich das nicht kenne. Ich kenne nie solche Läden. Okay. Guck mal, drei Pässe. Meinerseits. Ja, es ist halt lecker. Es ist halt ein leckeres Getränk, wie gesagt. Und ja. Nein, nicht so ganz. Er heißt Uludag, der wird anders geschrieben. Aber Uludag passt als Duck. Also Ente. Aber nein. Ja, 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 fahr doch mal hin. Ja, berührst ihn mal wieder mit, hä? Ja, mach ihn rein, geht doch. Siehst du, habe ich ihn dir wieder vorgelegt. Hanne Bumble. Ohne mich wärst du Rotz. Entschuldigung. Alter, ich mag so Leute nicht, die die ganze Zeit schon quit this game, quit this game, quit this game. So, warum quittet der selbst nicht, wenn er so ein Wichser ist? Was war das denn? Moment, wie kann ich nochmal im Team schreiben? Ich hab's vergessen. Oh. Ah, okay, ich weiß wieder. Ich wollte nur wissen, wie man hier, ne? Kann ich ihm gleich schreiben, please quit this game. So, abgewehrt. Dankeschön fürs Weghauen, junger Mann. Ach komm! Ah, oh, das war jetzt aber gar nichts, Alter. Das war jetzt aber echt Banane. Na komm, angeflogen. Schön, dass wir den Ball auch mal verpassen. Oh Gott, wäre da jetzt reingegangen, hätte ich echt geschrieben. Ja, danke. Danke, dass du mich anfährst. Teammate. Uiuiuiuiuiui. Was spielt er denn da für einen Scheiß zusammen? Wieder in die eigene Tasche. So, weg damit. Sorry, das muss ich jetzt schon. Because you're not. So, das muss ich jetzt auch mal schreiben.
Okay, Eigentor. Ah, ja. Gutes Eigentor. Armer Typ, Alter. Eieiei. Oh, jetzt fängt er an zu dissen. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe ihm... Played. So, jetzt aber. So, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. Also das war jetzt echt grenzwertig mit dem Typen, Alter. Das war kein schönes Spiel auch, weil man versucht halt die ganze Zeit irgendwie im Ball zu spielen, man versucht so ein bisschen taktisch zu sein. Aber was ich nicht leiden kann, ist, wenn jemand die ganze Zeit einem hinten reinfährt, weil er denkt, er sei der Beste. Das ist kein Teamplaying. Ja, ich habe echt genug von dem. Es macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Coyote! Coyote spielt mit uns. Ich habe so einige richtig, richtig, richtig nette Spieler kennengelernt. Ich weiß nicht, ob die jetzt online sind. Oh, nicht genug Spieler. Und es hat mega Spaß gemacht, mit denen zu spielen, weil die halt einfach fair waren. So, ne? Und wir haben richtig gut gespielt. Ich bin halt eher der Vorlagengeber. Und die Teammates waren dann halt eher mehr die Leute, die Tore geschossen haben. Ne, und wir hatten dann halt auch einen Abwehrspieler und das lief dann. Wir haben dann halt so gut wie jedes Spiel irgendwie gefühlt 10-0 gewonnen. Also, wir haben da richtig gut abgerockt. Ja, ach komm. Er hätte den Ball anders berühren können. Kuckuck. Ah, sehr schön. Dein Sternchen und Valiant. Okay. Kann ja spaßig werden. Warum auch nicht? Können ja auch nette Leute dabei sein. Auf geht's. Hab ihn. Ah, nein. Nope. All of my nopes. Oh, schön. Der ist mir. Guck, das ist faires Spiel. So, der hat mich gesehen, dass ich vorne stehe. Und er hat mir den Ball gelassen. Und dann ging der rein. Ja, man muss einfach nur fair sein zueinander. Dann funktioniert ein Spiel auch. Ja, komm, musst du. Ja, okay, gut, mach den rein, ciao. Ja. Siehst du, Hype? Ich hab's dir gesagt. Es funktioniert, wenn man fair ist im Team. Wenn man sich nicht gegenseitig irgendwie ins Essen spuckt, so nach dem Motto, ne? Okay, er boostet, sehr gut. Ich hatte gerade Schiss, dass ich den Boost verpasse, weil er hinter mir steht. So. Ah, ich dreh ab. Du bist ja eh da, Kumpel. So. Coyote? Nein. Ich warte auf deinen Ball. Ich hole ihn. Ah! Ich habe ihn voll verpasst. Ja, eben. Und nicht wie Uludag. Sag ich ja. Ah! Coyote hat gut nachgedacht, aber... Aua. Okay, ein besserer Spieler hätte den jetzt tatsächlich reingemacht. Okay, die haben sich selber behindert. Das ist okay. Teammates. I see. Ah, sehr gut. Ah, eieiei. Ich drehe ab. Coyote war ja da. Nein, was mache ich denn da? Ich wollte eigentlich zur Seite, aber irgendwie... Habe ich das nicht so ganz hinbekommen. Sehr schön.
spiele jetzt ein paar Ründchen Ranked Overwatch. Oh, der könnte. Der war haarscharf geplant, aber der geht jetzt rein. Ja. Mach das, mach das, mach das. Übrigens, Overwatch ist auch so ein Spiel, was ich jetzt demnächst habe. Also, ich abonniere ja monatlich den Humble Bundle. Und diesen Monat ist Overwatch dabei. Als Main Game. Und ich würde es sogar das erste Mal spielen. Ich sag's dir ehrlich. Boah, was ein Ding, Alter. Den hat er den aber echt reingelegt. Ja, also wie gesagt, Overwatch ist auch eine gute Sache. Coyote, deiner. Guck, das meine ich mit guten Spielern. So, zack. Coyote, er ist dir. Ah, okay. Er hat nicht gewusst, dass ich... Boah, oh, schade. Schade, Schokolade. Ja, können wir tatsächlich. Können wir. Aber ich kenne mich mit Overwatch, wie gesagt, gar nicht aus. Also ich bin kompletter Neuling. Und du würdest mir wahrscheinlich... Also du würdest hoffentlich mir ein paar Tipps geben. Sehr gut. Coyote hat es gesehen, dass ich den Ball anditsche. Ah, okay. Alles gut. Boah, den haben die schon berührt. So. Ab an die Wand. Ab an die ab an die Wände Wochenende. Spiel. Ich laufe, ich fahre. Oh, Eigentor. Sehr schön. Ja, ja. Ich muss auch zugeben, ich habe Overwatch auch nie als Let's Play oder so oder als Stream gesehen. Nie meins gewesen. Nie. Tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, das selber zu spielen. Vielleicht weil es so gehypt ist oder so, ist es nicht einfach meins so. Sehr gut, Coyote. Ich fahre von hinten an. Ja. Ah, schade. Deiner. Okay, nicht deiner. Okay. Ich lasse ihn gerade mal rollen. Oh, der wäre fast alleine reingegangen. Coyote! Oh, fast! Guter Schuss, guter Schuss. Ich stehe hinter dir. Mach ihn rein. Guter Schuss, kann man nichts sagen. Aber ich schätze mal, bei Overwatch werden die Leute mich echt raiden. Nö, das machst du falsch, das musst du so machen. Das mach mal hier, das mach mal da. Schieß mal da und mach mal dies und nimm den Charakter, der passt besser zu dir. So nach dem Motto, ich seh das so kommen. Okay, deiner. Ich wechsle die Seite. Okay. Da ist er drin. Hey. Cool. 3 Tore. Er hat 4. Er hat eine Vorlage mehr. Ist auch normal, ja. Aber weißt du, du hast dann halt irgendwie auch keine Lust auf sowas, weil... Ja, es ist halt... Warum macht man sich den Stress? Oh, sorry. Ich habe nicht gewusst, dass du den Ball noch spielen wirst. Und oh, nein! Der war echt ans Lattenkreuz gerade genagelt, oder? Hm? Oh Mann, ich bin so ein Dappes. Was mache ich denn? Das wäre, wenn der jetzt reingeht, dann ist es mein Fehler. Ich schwöre, das war mein Fehler dann. Parade. Hey. Sehr gut, ein bisschen Boost haben wir schon mal. Oh ja. Coyote. Nein! Ah, der hat ihn noch berührt. Valiant hat ihn nochmal berührt. Ja gut, den kriege ich nicht mehr. Ich habe keinen Boost, kein nix. Yo,
das war mal wieder eine Folge Rocket League. Ey, hombre. Hat Spaß gemacht gegen die beiden. Die haben ja echt die Hosen ausgezogen. Ja, ich verabschiede mich hier schon mal von YouTube. Wir machen heute nur eine Folge und gehen wieder rüber zu Minecraft. Tschüdelü.